Ja, herzlich willkommen zu einer spannenden neuen Folge unseres Fitbikes Podcast. Heute mit einem Special Guest, und zwar dem Max Habauer und dem Dauerpraktikanten und, habe ich gelernt, Azubi, Basti. Mittlerweile und bin ich Azubi. Habe ich in den Kommentaren gelesen. Genau, ja, ich auch. Und ich bin auch am Start. Und wir machen das jetzt ganz spontan aus dem Auto raus. Das heißt, wir haben sozusagen, ich sitze im Auto. Der Basti sitzt zu Hause in Passau und der Max sitzt in Berg am Laim im Homeoffice. Genau. Hallo, neue digitale Welt. Hallihallo. Genau. Den Basti kennt ja eigentlich schon fast jeder. Aber vielleicht noch ganz kurz, Max, als ominöser Special Guest. Wer bist denn du eigentlich? Dann kläre ich mal auf, wer ich bin. Ich stehe normalerweise nur hinter der Kamera, seit jetzt fast einem Jahr bei euch. Und kümmere mich ansonsten um Schnitt und hauptsächlich die YouTube-Videos, YouTube-Geschichten. Genau. Aber mach dich nicht so klein. Du kümmerst dich auch um designtechnische Themen wie Flyer und sowas. Also es ist, du bist eigentlich schon für mehr manchmal als nur für. Du bist für mehr zu gebrauchen, hat er was jetzt gesagt, ne? So drastisch wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, wie du das Und was hast du vorher gemacht? Oder wie kommt man dazu, sozusagen auf einmal Videos und Filme zu schneiden und so? Ich habe angefangen in einer Social Media Agentur. Also beziehungsweise ich habe erstmal Design studiert. Kommunikationsdesign, also eigentlich eher auf Werberseite, sage ich mal. Mit Kampagnen überlegen und allem drumherum. Habe aber festgestellt, dass ich dafür nicht der große Laberer bin, der man sein müsste. Und bin dann tatsächlich eher eben in Richtung Design gegangen, habe dann angefangen, auch mehr für Kunden, für deren Social Media praktisch Videos zu machen und viel auch so behind the scenes und dachte mir, taugt mir eigentlich ein bisschen mehr, ich will ein bisschen mehr noch filmen und das halt, sag ich mal, eher hauptberuflich machen als Videograf dann. Ja, und dann bin ich zu euch gekommen, nachdem ich ja den Markus auch schon seit Jahrhunderten kennengefühlt und gesehen habe, dass er jemanden braucht. Genau, Fun Fact, der Max und ich kennen echt schon länger. Unsere Eltern waren oder sind befreundet und ich war auch mal vor langer, langer Zeit dein Schwimmtrainer. Richtig. Vor langer, langer Zeit. Ja. Ja, mit dem Max ist sozusagen der erste Hochausgebildete in unser Social-Media-Team gekommen, weil bisher war das ja ein Zweimechaniker und ein Automechaniker. Ich wollte es gerade auch schon sagen, so wie Max hat den höchsten Abschluss von uns allen. Nee, also war super, super gut und es hat auch funktioniert auch sehr gut, ne? Wir haben damit jetzt die Möglichkeit, mehr zu produzieren, hochwertiger zu produzieren. Max hat viele andere neue Dinge reingebracht, Denkweise auch, wie wir Sachen angehen. Und von daher glaube ich, von mir sagen zu können, dass der Schritt, dass wir den Max dazu genommen haben, sehr gut war. Oder Basti? Ich kann mich dem nur anschließen, absolut. Also wir verstehen uns gut, sind auf einer gleichen Wellenlänge, trinken beide gerne Bier, also von dem her, was will man denn mehr? Ja, gut, aber wir wollen jetzt eigentlich gar nicht sozusagen über uns sprechen, und zwar vor allem über die E-Bike Days und über die nächste Veranstaltung. Lass uns doch mal starten mit den E-Bike Days. Freitag, Samstag, Sonntag letzte Woche war das. Wie ist so euer Eindruck gewesen? Fange ich mal an. Ne? Also die E-Bike Days von den vorigen Jahren waren ja schon recht gut und groß. Also groß für ein Outdoor-Festival auf jeden Fall. Aber dieses Jahr war es schon richtig, also richtig überlaufen, kann man schon fast sagen. Also sehr viel kleinere Stände dafür, sehr viele Stände und sehr viele Hersteller da. Problem an der ganzen Sache war, es wurden halt viele Räder gezeigt, die nicht mal lieferbar sind. Also das ist natürlich ein großes Problem, was wir gerade in der Fahrradwelt haben. Aber an sich ist es ein mittlerweile wirklich jährliches Format. Also gut, jetzt bis auf, glaube ich, letztes Jahr war es nicht, aber ein jährliches Format, was immer sehr gut angenommen wird. Was halt die Veranstalter nie checken, ist, dass zu der Zeit, wo die es immer machen, egal ob es jetzt einen Monat später oder einen Monat früher ist, immer Wind geht. Und der Wind, der da durchbläst am Olympiazentrum, der ist nicht gering. Ne? Das ist schon eine ordentliche Brise, die da herrscht. Und den weht ständig die Zelte weg oder die ganzen Dinge, die vor den Ständen stehen, weht es um. Also das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist es ein schönes Fest. Ja,
Da waren wir doch mal auf dem Sattelfest, oder? Vor 3 Jahren oder genau, so. Genau, es gab einen Monat später. Die Zelte weggeflogen sind. Ja, genau. Und es war einmal vor 2 Jahren, glaube ich, auf den E-Bike Days und danach noch auf dem Sattelfest. Also, was ist denn ein Sattelfest? Das gibt es nicht mehr. Es gibt es nicht mehr. Das war auch so eine ähnliche E-Bike Days. Das war, glaube ich, nur einmal. Und ich glaube, da hat es dann vor Abend alle Zettel weggebet, also die sind weggeflogen. War das auf dem Sattelfest oder was im E-Bike Days? Ich glaube, bei beidem war das. Also bei den E-Bike Days war es richtig krass, da sind schon richtig die Zelte weg. Und beim Sattelfest war es, glaube ich, da war es ja auch nicht so groß. Also da waren auch eher so ein bisschen kleinere Hersteller noch da und auch keine E-Bikes, sondern auch normale Räder. Und da war es dann eher so ein bisschen dezenter, da konnte nicht so viel wegfliegen. Ja. Ja. Max, wie fandest du es? Das war deine ersten E-Bike, glaube ich, oder? Genau, das waren meine ersten. War tatsächlich auch davor noch nie, also halt bei solchen Events, sag ich mal, im Olympiapark. Dadurch weiß ich nicht, wie da der Wind zieht, ob der normalerweise bei schönem Wetter genauso zieht. Es war auf jeden Fall, also auch für meinen Eindruck, relativ viel los. Auch viele, sag ich mal, namenhafte Hersteller. Also nicht nur irgendwie dann doch kleine Aussteller, die irgendwie mal schnell im Hinterhof was produziert haben. Und ich glaube, das relativ schlechte Wetter, sag ich mal, hat dem Ganzen nicht in die Karten gespielt. Ich glaube, wäre das Wetter wie am Freitag gewesen, wäre auch am Samstag und Sonntag die Hölle los gewesen. Aber man weiß ja nie. Aber es war trotzdem, glaube ich, ganz cool. Also für mich zum Filmen zumindest. Schön einheitliches Licht, ohne große Schatten. Genau. Ja. Letztes Mal, als ich stattgefunden hat, das war ja, glaube ich, 2019, ne, weil es ist ja dann ausgefallen wegen Corona. Da war es, glaube ich, auch noch einen Monat später. Da war es dann auch ein bisschen wärmer in der Tat. Jetzt war es halt ein bisschen kälter. Aber trotz allem fand ich cool, dass es einfach wieder ein Event gab, dass man sich da sehen konnte, dass man wieder gemeinsam da philosophieren konnte über die Fahrradtechnik. Und von daher fand ich das schon sehr cool. Ja, das ist vor allem, wie du schon sagst, dieses mal sich sehen konnte wieder. Also die Fahrradwelt, das muss man ja vielleicht für die Leute, die sich nicht so in der Fahrradwelt auskennen, ist ja eigentlich eine Welt, die sehr in sich geschlossen ist. Also man kennt sich. Und es ist halt immer schade, wenn man dann diese ganzen Leute, die man normalerweise übers Jahr häufiger sieht, dann auf einmal nicht mehr sehen kann. Und auf solchen Festivals treffen die halt alle wieder aufeinander. Und es ist allein, es war schon früher immer schwierig, aber dieses Jahr hat es der Max auch mal miterlebt. Es ist schwierig, mit einem Markus über so die E-Bike-Days zu laufen, weil der kennt Gott und die Welt. Und dann hast du vor, zu einem Videodreh zu gehen an ein gewisses Zelt und das ist ungefähr auf dem anderen Ende des Festivalsgelände und dann ist Markus halt ungefähr alle 10 Meter weg. Wobei man da dazu sagen muss, Basti, du kriegst das schon auch ganz gut. Ja, gut, okay, ja. Das ja, wollte ich auch gerade sagen. Also glaube ich, da nehmen wir uns jetzt nichts. Nein, aber was ich sagen will, ist halt einfach, dass diese Fahrradwelt an sich ist halt eine in sich geschlossene Veranstaltung, kann man sagen. Und da ist es halt eben so, dass halt einfach die Leute, man freut sich dann auch wieder, die Leute zu sehen. Allein einen Malte mal wieder zu sehen, den man ja immer nur auf solchen Festivals sieht, gefühlt. Es ist halt einfach auch so, weißt du, dass der halt dann einfach da auf einmal dasteht und dann unterhält man sich. Und das ist halt eben das Schöne. Und das passiert halt so unterm Jahr, wenn kein Festival ist oder keine Messe ist, passiert das halt eher nicht. Und deswegen ist es schön, sowas zu machen. Waren auch relativ viele Händler da, weil halt das so die erste Veranstaltung dieses Jahres war, wo man auch mal sich Fahrräder anschauen oder wo man einfach mal rausgehen konnte wieder. Von daher waren auch, teilweise sind die Händler irgendwie 3-4 Stunden angereist für diese E-Bike-Days. Ja. Habe ich so gehört. Ja, das wäre schon krass. Okay, aber gab es für euch jetzt irgendwie so ein Highlight oder irgendwas, was euch besonders gefallen oder nicht gefallen hat, wo so besonders rausgestochen ist, bis auf den Wind auf dem Olympiaparkgelände? Dann würde ich da direkt reingrätschen. Genau, mach mal. Ich fand tatsächlich, also mit das coolste Produkt, das wir auch gesehen haben, war immer noch der Fahrradständer von Shred Brothers. Ich habe es gestern beim Filmen erst wieder gemerkt, wie nervig das ist. Wenn ich da den Bike-Porn drehen will, wird in dem Fall vom Track. Und du halt dann einfach die ganze Zeit mit irgendwie dem Fahrrad und dem Fahrradständer hin und her hantieren musst, bis du dann irgendwann mal an der richtigen Stelle steht und den endlich schön filmen kannst. Da fand ich den absolutes Highlight. Und vor allem, es war halt erklärt, auch... Was ist das? Es ist ein beweglicher
Ja, beweglicher Fahrradständer sozusagen. Also du stellst dein Rad rein und kannst das Rad aber immer noch rumrangieren und ist eben auf Rollen. Das heißt, du hast auch kein Problem damit, sag ich mal, das ist dann einzuparken, in Anführungsstrichen. Wer dazu mehr erfahren will, es gibt bald ein Video bei unserem YouTube-Kanal. Einfach mal abonnieren, YouTube-Kanal. Also youtube.com/fitbikes. Genau, Danke. meine Ich wollte gerade wollte ich sagen. gerade sagen. Ich wollte auch gerade sagen, und wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt in die Kommentare. Aber gut, ja. Okay, das war dein Highlight. Also wir können gerne mal auch da mal so einen Podcast drüber machen, über die Befestigungsmöglichkeiten, Ständermöglichkeiten zu Hause in der Garage. Video, glaube ich, haben wir ja schon am Start, glaube ich, oder wollten wir, Es haben ist wir in gedreht? Mache, also es wird gedreht gerade, es fehlt nur noch mein Part, den ich hier daheim drehen muss und dann sind wir eigentlich fertig. Ja. Dann geht's in den Okay. Schnitt. Was war dein Highlight, Basti? Ja, das ist, also ich fand natürlich dieses kleine Minibike von Husqvarna, finde ich halt schon geil. Es ist die Frage, ob man es braucht, aber es ist schon geil, dass es halt mit so einem Akku, also so eine Bohrschraube, Hammer, Akku funktioniert. Das ist schon witzig. Aber es ist halt die Frage, ob die Welt darauf gewartet hat. Aber es ist lustig zum Fahren und das ist halt wirklich nur eine Spielerei. Ansonsten wirklich ernste Sachen. Ich fand diesen Shred Brothers Ständer wirklich auch genial. Gerade auch für uns in der Halle oder sowas ist halt ideal. Bei mir daheim wird es ein bisschen kritischer, weil ich habe so einen komischen, ja, so Pflastersteine, da geht es nicht so wirklich. Aber war ein cooles Ding, ja. Das Husqvarna-Ding war ein Laufrad mit Motor, mehr oder weniger. Ne? Genau, Das, ja, das was ein ist, bisschen ja. herausgestochen hat, war, dass da so ein Bohrmaschinen-Akku Genau, integriert war, genau. sozusagen. Ja, du konntest mit einem DeWalt, also mit so dieser Hersteller DeWalt, der hat ja diese Akkus für die Akkuschrauber und da eben so einen Akku kannst du nehmen. Und den gibt es dann noch in zwei Versionen, das ist ganz geil. Einmal groß, einmal klein. Das Der ist große geht wirklich. sogar bis 21 km/h. Genau, ja. 16 Echt? Zoll bis 21 km/h. Das richtet sich halt schon eher an die Motocrosser, also an die Eltern, die ihre Kids zum Motocross bringen wollen, weil das hat schon Bums. Also wenn du da drauf sitzt und dann ziehst einfach mal, es hat mich jetzt, ich wiege mit meinen, also es ist freigegeben bis 35 Kilo, ich mit meinen 34 Kilo. Es hat mich schon echt gut weggezogen dort, also Hut ab. Zum Glück war es ja ein abgesperrtes Gelände, aber da sind einige umgefahren mit 34 Kilo. Ja, absolut. Der Pete vor allem, der hat die ganze Zeit immer nur 34 Kilo anscheinend. Okay. Für mich gab es auch nicht so das Highlight. Ich fand das Highlight in der Tat einfach nur, wie den Menschen dort zu sehen. Fahrradmäßig, sage ich mal, gab es keine großartigen Überraschungen. Was ich interessant fand, war, dass viele neue Marken damit dabei waren, die man so vorher noch nie gehört hat eigentlich. Also dass der Markt ist sozusagen ein bisschen größer geworden. Mehr Leute versuchen, was von diesem Kuchen abzukriegen. Aber ansonsten hat es einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht, da wieder einen Tag da zu sein. Bin ich voll und ganz bei dir, auch diese ganzen hippen E-Bike-Marken, die es gerade gibt, also Ampler, Sushi und so weiter, die waren ja auch alle da und haben sich natürlich auch gut präsentieren können. Ich finde es auch spannend. Also es ist so breit gefächert und auch wenn man sich die Videos anschaut von anderen YouTube-Kanälen, die da halt eben auch unterwegs waren, es gibt so, es fällt mir schon immer auch auf der Eurobike, ist es mir auch schon aufgefallen, es gibt so viel, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo dann andere wieder drauf kommen, dass das vielleicht mal cool sein könnte. Und das ist dann echt lustig, weil man sucht sich dann die Sachen fürs nächste Mal raus und dann gibt es wieder was Neues und so weiter. Also es ist schon geil. Also solche Festivals machen einfach Spaß. Ja. Lass uns mal kurz über Ampler sprechen, weil das war in der Tat eine Überraschung, finde ich. Wir haben Ampler, ist ein, nee, Ampler Bikes, glaube ich, war die Ampler. Aussprache, Ja, ich glaube. ne? Das war ein Fahrrad mit Akku im Unterrohr, wo der Motor sich im Parkventil besetzt. Im Heck befindet und das ganze Ding wiegt zwischen 13 und 16 Kilogramm, richtig? Genau. Hat ein LED oder Genau. quasi ein Display im Rahmen oben im Oberrohr verbaut. Das ist alles schön integriert. Es ist sehr minimalistisch, gibt es als Single Speed oder Kettenschaltung. Also was wir gefahren sind, ist das Modell Alex. Nämlich nicht, oder Axel? Axel. 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 Genau, das sind wir gefahren und hat dich sehr überrascht. Also man hat es dir angemerkt. Ja, was mich überrascht hat, war,
du hast das Rad, glaube ich, das hatten wir 16 Kilo, wieder runter bis 13. Und wir hatten eine Reichweite angeblich von 120 Kilometer. Das konnten wir jetzt an dem Tag nicht testen, aber wenn wir 120 erreichen würden, oder das heißt noch 100 wären, dann wäre das relativ weit mit relativ niedrigem Fahrradgewicht. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Rad, was wir da hatten, ein Single-Speeder war, sprich keine Kette, also keine Kettenschaltung, keine Namensschaltung. Und damit halt noch ein bisschen leichter, aber trotz allem wäre das schon ein phänomenales Gewicht bei großer Reichweite. Ja, du hast ja da auch die Unterstützung dann, also die zwei Unterstützungsstufen vom Motor. Und sie meinte aber eben auch, dass es halt eher zum Anfahren ist und dann weniger zum Fahren, weil du halt natürlich dann schnell auch bei über dem 25 km/h bist, die Unterstützung macht. Und dadurch kriegst du natürlich die lange Reichweite. Also es ist kein, sei mal, Tourenrad, wo du dann langsam vor dich hinschepperst, sondern schon eher ein schnelles. Das ist eher schneller. Ah, okay. Das heißt, man geht davon aus, dass du auch mal mehr als 25 km/h trittst und damit die Reichweite länger läuft. Genau, also zumindest war das so ihre Aussage. Naja. Jetzt würde ich auch gerne wieder in die Kommentare sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrung gemacht habt, aber das macht ihr dann am besten bei dem passenden YouTube-Video zu dem Rad in der Kommentarfunktion bei YouTube. Genau, absolut. Für mich sehr ungewohnt, dass man das hier nicht sozusagen interagieren kann. Ja, das fand ich aber auf jeden Fall sehr überraschend, dass das so funktioniert. Dann hatten wir noch eine andere Marke, die wir auch daneben an, mit diesen fetten Beachbikes. Ja, super, das ist 73. Super, 73, ja. Also ich finde sie sehr speziell, also das ist schon eine spezielle Käuferschicht, die sie ansprechen. Aber sie sind erstaunlich lang schon auf dem Markt. Also wir haben die schon länger auf dem Schirm. Also es ist jetzt nicht so, dass die nur so ein Trend sind. Also anscheinend gibt es dafür Leute, die sich für solche Räder interessieren. Ich kenne tatsächlich einen Spezel von mir, der hat so eins. Also von dem her, ich glaube, den Markt dafür gibt es, aber es sind halt keine Tourenräder, ne? Es sind halt tatsächlich einfach nur so Cruiser, ja, um von A nach B zu kommen, entspannt. Mit fetten Reifen und in einer ganz eigenen Optik, sag ich mal, ne? Absolut. Es ist schwer, das zu beschreiben. Wie will man es beschreiben? Das sind also sagen dicke, dicke Reifen, so Traktorreifenmäßig, mit so ein bisschen wie früher diese Bonanza-Fahrräder, oder? Basti, genau, so aus ja, ab, absolut, absolut, genau. Also es ist so eine Art Bonanza mit E, mit etwas dickeren Reifen. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Und ja, beziehungsweise eher auch so Kaffee-Cruiser, sage ich mal, als Fahrräder und nicht als Motorräder. Ja. Was ist denn ein oder ein Rad mit einer riesengroßen Box in der Mitte. Cruiser. Okay, ja. Max meint die Cruiser. Box, die. Musikbox, ne? Das war sozusagen Concept-Bike. Da haben sie ein so ein Ding genommen, haben da irgendwie verlängert und haben so eine fette, fette Soundbox in die Mitte reingemacht. Ja. Ja, es ist schon speziell, aber es ist, wie gesagt, es ist auf jeden Fall, der Markt ist da. Gab es noch irgendwelche Überraschungen, Surprises auf den E-Bike Days? Ja, das Ducati-Rad zum Beispiel. Von Ducati gab es eine Version, die nur in 170 Stückzahlen hergestellt wurde. Ist quasi einmal das Enduro-Rad in der Downhill-Version, also mit Stahlfederdämpfer und Öhlinsgabel. Das war schon ein Highlight, weil das war, wie gesagt, eins von 170. Das ist was Spezielles und ansonsten fand ich ganz spannend eigentlich die neuen Riese und Müller, die Urban-Linie, mal zu sehen, wie das Design ausschaut, wenn sie auch nicht fahrbar waren und passend dazu auch den Motor von Fazur, also quasi endlich mal einen neuen Fazur-Motor mit ein bisschen mehr Power, aber nicht zu viel Power und einem größeren Akku. Also ich glaube, dass das genau die Zukunft sein wird. So ein gewisser Mix aus genügend Power für die letzten paar Meter, aber halt eben noch leichter als jetzt zum Beispiel Bosch mit 750 Wattstunden, ist halt schon verdammt schwer. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Das wäre nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast, weil die Akkugröße zu diskutieren, weil ich glaube, dass da in der Tat sehr unterschiedliche Herangehensweisen sind, von denen einmal, dass man irgendwie gar nicht genug Akkugröße geben kann, man baut ein gewisses Level und dann geht man nicht mehr weiter, weil das Gewicht zu hoch ist. Das ist ja ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen.
Absolut, absolut. Es ist halt immer die Frage, wo setzt du das Rad ein? Das Urban ist halt ganz klar dem Namen nach auch eher für die Stadt gedacht. Das heißt, sie wollen da ja eigentlich gar nicht so sehr, dass du da jetzt, was weiß ich, 100.000 Kilometer Touren fährst, sondern halt eben das eher so auf Kurzstrecke nutzt und aber dafür sehr agil bist und dafür ist es halt super. Ich Ja. glaube, wenn du halt jetzt wirklich sagst, du gehst mehr in die Richtung tourenorientiert, Mountainbiken auf richtig hohe Berge hoch, dann macht schon Sinn, dass du natürlich einen großen Akku hast, weil irgendwann lässt einfach die Kraft ein bisschen nach. Aber ich glaube, für den Städter Tourenfahrer, der geradeaus irgendwo lange Strecken fahren will, ist das, oder der eher näher am Normalrad dran ist, für den ist es genauso richtig. War das Ja. Urban Five nicht auch Single Speed? Ja, die gibt es als zwei Versionen. Genau. Also es gibt einmal das Five und das Seven. Five und Seven sind quasi die Rahmenformen. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste, was Five und was Seven ist. Also eins ist Also Trapez, das eins ist Five war Diamant. das Trapez. Genau, dann ist es so, dann ist das Seven eben das Diamant. Und das gibt es dann wiederum mit zwei verschiedenen Versionen. Einmal mit Kette und einmal mit Single Speed. Genau. Muss ich Du hast halt den nachschnappen. Ja. Vorteil bei Fazur, dass du mehr Stufen hast. Beim Ampler war es so, du hast zwei Stufen und aus, also quasi drei Stufen. Beim Fazur hast du sogar mehr. Also du hast, glaube ich, vier Stufen und aus, also fünf. Da kannst du noch ein bisschen feiner auf die Gegebenheiten einfach reagieren. Ich stelle mir das ein Ja. bisschen intuitiver und schöner zu fahren vor, also im Single Speed, in der Single Speed Variante jetzt, als beim Ampler zum Beispiel. Wir könnten eigentlich nochmal ein Video machen oder beziehungsweise einen Podcast machen mit den Jungs von Fazur. War schon lange nicht mehr gemacht. Also Fazur bietet sich an, Riese Müller bietet sich an. Wir haben schon noch ein paar auf dem Schirm. Ja. Ja. Gut. Jetzt haben wir E-Bike Day sozusagen hinter uns gebracht. Wie gesagt, passendes Video dazu kommt jetzt noch raus. Kommt dann auf YouTube die nächsten Tage mehr. Also wir haben ja, wie viele Videos haben wir gedreht? 6 oder 7 Videos insgesamt, ne? Absolut. Ja. Also von daher kommt noch einiges am Material von den E-Bike Days. Und damit jetzt aber nicht langweilig wird, seid ihr schon wieder unterwegs und zwar nach Riva, oder? Genau, in knapp 10 Stunden geht's los, Max, oder? Bist du fit? Ja, Ja, total. sind schon Akkus mehr, sind geladen. sind schon mehr als 10 Stunden. Du hast noch ein bisschen Zeit, aber es geht los. Machen wir 20 draus. Ja, genau, machen wir 20 draus. Oder vielleicht auch 30 oder so. Mal gucken, wann ich loskomme hier. Nein, wir sind dann schon unterwegs, werden über den Brenner nach Riva fahren, also zum Bike Festival in Riva. Das ist jetzt auch unser erstes Mal, dass wir eigentlich so ein großes Festival in so einer weiten Entfernung wahrnehmen. Wir werden uns dieses Jahr das anschauen. Wir werden dieses Jahr ein bisschen drüber dokumentieren, quasi auch für YouTube. Aber wir werden auch schauen, wie sowas bei unseren YouTube-Zuschauern ankommt. Und wenn das natürlich gut ankommt, dann können wir das natürlich auch noch ein bisschen weiterspinnen. Ziel ist, dass, wenn es gut ankommt, dass wir irgendwann mal nach Amerika rüber zum Sea Otter Festival kommen. Aber da ist, glaube ich, noch ein etwas längerer Weg dahin. Stimmt. Riva war ich auch noch nie. Das war irgendwie nie, also ich weiß auch nicht, nie auf dem Schirm, dass Ja, da mal, was man da mal hinfahren könnte. die Idee Das ist eher so dahinter eine war einfach, Hersteller. ja, also Riva war schon immer so der Auftakt der Bike-Saison. Also es war immer so, dass wenn man gesagt hat, gut, Riva ist rum, dann geht sozusagen die Bike-Saison los. Es gab teilweise Probleme, dass es in Riva geschneit hat. Dann war da wenig mit Bike-Saison-Start, wenn man ehrlich ist. Hatte dann keiner Bock drauf. Aber es ist so, dass eigentlich Riva immer so den Auftakt der Bike-Saison darstellt im Bereich Festivals, im Bereich Bikeparks, Opening und so weiter. Also es war schon immer so, dass das eigentlich so als Maßstab genommen wird. So, jetzt geht's los, so ungefähr. So dieser Aufbruch, diese Saison wird geil. Erstmal Riva. Okay. Ja, okay. Dann heißt, wir können uns auf viele spannende Videos aus Riva freuen. Ich denke ja. Fahrräder habt ihr mit dabei, das heißt, ihr wollt auch selber Fahrrad fahren, habe ich gehört. Wir werden es versuchen, ja, wir haben Fahrräder dabei. Wir werden es versuchen, dass wir, wenn wir ankommen, deswegen fahren wir Freitag recht früh, dass wir Freitag schon einen Teil abdrehen, dann Samstag ein bisschen Zeit haben, selber zu fahren, am Abend nochmal abdrehen, weil ich glaube, von Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag ist irgendwann nochmal abends, ist noch die Messe offen sozusagen. Da kann man dann auch noch ein bisschen drehen. Also es werden lange Tage, es wird anstrengend, aber ich glaube, dass die Location und das Bier dort recht gut ist. Ja, ich hoffe, dass das Bier dort gut ist. Ah, komm mal, das ist immer Nein, aber gut. was ich tatsächlich sagen muss, bei so Messen oder jetzt auch, also letztes Jahr eben bei der IAA oder bei der Eurobike oder sowas, dass das tatsächlich die langen Tage auch trotzdem nicht so, also du bist natürlich am Ende gerädert von den Tagen,
aber dass sie dir trotzdem nicht so lang vorkommen, weil du da doch echt viel zu tun hast, auch viele Leute triffst, viel machst und dadurch macht das halt auch extrem viel Spaß, eben da von Stand zu Stand zu ziehen und nicht, ja, sag ich mal, den ganzen Tag vom PC zu hocken. Deswegen, ich habe auch echt Bock drauf und bin gespannt, was dabei rumkommt. Aber das haben wir ja sogar fast genauso besprochen, als wir sozusagen darüber gesprochen haben, dass du bei Fitbikes anfängst, dass es Ja. jetzt halt, sehr abwechslungsreich sein wird, wenn wir mal unterwegs sind, mal Roadtrips machen, dann eben auch mal nur schneiden dran ist, dass es hier und da mal eine spontane Idee geben könnte, auf die man reagieren muss. Vielleicht so ein Podcast schnell aus der Früh aus dem Auto raus. Ja, that's life, ne? Ja, aber das ist ja das Lustige dran, oder? Also langweilig wird es Absolut. einem hier nicht, Ja. wenn man ehrlich ist. Okay. Ja, ich bin super gespannt. Ich bin leider nicht dabei. Ich Nächstes werde Jahr dann. eine mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar noch bessere Veranstaltung, nämlich einen spontanen, also einen nicht spontan, einen lang geplanten Campingtrip mit meiner Family. Und dann vielleicht nächstes Jahr. Genau. Also eben sozusagen gesagt, das ist die Testtruppe und dann schauen wir ob nächstes Jahr, wie hinfahren. Auch mein Fall. Ich denke mal, es gibt ja noch mehr bei uns in der Firma, die ja den Gardasee nicht ganz so verschmähen. Ich nenne da nur den Herrn Pfitzner als Beispiel. Der ist schon ganz neidisch. Ich glaube, wenn wir mal sagen, wir fahren da alle mal hin, dann ist er der Erste, der sagt, er fährt mit. Solange wir kein Motorboot mieten. Ja, das ist immer schwierig. München Motorboot und Gardasee ist schwierig. Okay. Lass uns mal ganz kurz über das letzte Video sprechen, was gestern, glaube ich, rauskam. Gestern Mittwoch. Ja. Ja, war das das Video, ne? Wo wir dieses 799 Amazon-Rad aufgebaut haben. Na, auch noch nicht aufgebaut haben, sondern ausgepackt Ausgepackt. haben. Gab es dann eine spontane Idee, dass die Leute kommentieren sollen, wer den Dream, dass wir ein, also wir, die Spon Idee war, dass wir ein Dream-Build machen. Was ist ein Dream-Build, Basti? Ja, halt einfach das Rad aufbauen mit schönen Kameraperspektiven. Genau. Einfach umschrieben. Oh, genau, es gibt schon von uns ein Dream-Build, glaube ich, von deinem Moonraker. Genau, ja. Das war noch recht, also recht, ich nenne es jetzt mal billig, weil das habe ich alles selber gemacht, also mit Kamera und so weiter bei mir in der Garage. Das war ein bisschen schwierig, aber den Dreambuild, den wir jetzt machen können, den können wir schon schön gut, schön produzieren. Genau, und ich habe dann gemeint, ey, das muss ja irgendjemand aufbauen, wer soll das aufbauen? Lass uns doch mal eine Wette machen. Schreibt in die Kommentare. Und entweder Basti oder ich bauen das Ding dann als Dreambuild-Format auf. Und momentan schaut das so aus, als würden alle wollen, Basti, dass du das aufbaust. Also Nein, nein, von nein, nein, genau daher, umgedreht, genau umgedreht, stimmt, Markus, mein wäre der Lieber. eine ab für den Basti, dass er das dann auch aufbaut. Das ist, Das ist, glaube Markus ich, hat auch, jetzt hast schon Angst. mehr Erfahrung. Markus hat Angst, weil wir sind jetzt aktuell, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, bei 87 Kommentaren und ich sage jetzt mal, zu 90% schreiben alle, der Chef soll es aufbauen, das ist Chefsache. Und aber ich habe noch viel mehr Angst, weil ich muss es dann testen. Aber da Habe möchte ich gestern auch. festhalten, dass der Markus natürlich das Ganze angeleiert hat mit Wer soll es aufbauen? Sonst hätte es wahrscheinlich sowieso der Basti aufgebaut. Wahrscheinlich, Und das Gute ist aber, Markus, wenn du einen Fehler einbaust, dann kannst du einfach sagen, das war das Fahrrad, das war nicht ich. oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst. Aber was ich einen schönen Kommentar, also ich suche jetzt mal hier gerade einen Kommentar: Dreambuild Bike von Markus. Und da es ein Mountainbike Fully ist, sollte es ausgiebig auf der Transalp getestet werden. Ja, wir Wie können gesagt, ja heute noch schnell mal. aufbauen und morgen mitnehmen. Ja, genau. Ja, genau. Wir können ja mal schauen, ob es den Tag im Bikepark überlebt und dann kannst du noch eine Transalp noch gern planen, Basti. Also ich habe mir ich, kurze Anekdote dazu, zu Sachen aus fernen Ländern mit Akkus. Ich habe so eine Kopflampe, so eine recht günstige gehabt und mit der war ich jetzt halt immer mit dem Hund draußen. Und vorgestern Nacht, also wir haben kurz dazu, wir haben einen recht jungen Hund, das heißt, der muss in der Nacht immer relativ häufig raus. Und ich stehe um 3 Uhr nachts, stehe ich auf und lasse den Hund raus und stehe draußen, schneide mir die Kopflampe um, stecke sie mir auf den Kopf, mache sie an und sie geht nicht an. Dann habe ich so ein bisschen rumgefummelt, so am Kabel, so rein, raus. Und dann plötzlich fängt's an, übelst nach Plastik zu stinken, nach so verbrannten Plastik, ne? Dann denke ich mir so, was ist jetzt los? Hey, 3 Uhr nachts, ich total im
ja, total fertig, ne? Zieh die Lampe ab, riech hinten am Akku, dann kommt da schon Rauch raus. Da dachte ich mir, fuck. In der Nacht habe ich dann angefangen, irgendwelche so Metalleimer in Sand reinzugießen, habe dann da irgendwie die Akkus reingepackt, habe das dann stehen lassen. Und ich habe Angst, wenn ich mit diesem Ding irgendwo im Bikepark fahre, also mit diesem Rad hier im Bikepark fahre, dass mir das dann auch passiert. Aber da habe ich mehr Angst, weil dieser Akku noch viel größer ist als diese zwei kleinen Akkus, die in dieser Taschenlampe drin waren. Also. Du kannst ja in den Bikepark fahren. Da gab es irgendeinen Bikepark, der jetzt verboten hat, dass man den Akku mit nach oben transportiert, also weder im Rucksack noch ja. irgendwas. Da kannst du ja sozusagen dann im Lift hochfahren, also ohne Akku und nur mit dem Fahrrad runterfahren. Währenddessen, da kannst du dann neue Tricks anfangen, oder? Dass du in der Luft dann einmal die Verriegelung aufmachst für das Klappen und wieder zumachst. Also, ja, auf jeden Fall eine geile Art von Table. Also wenn du das machst, ne, dann... Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Nichts Gescheites, glaube ich. Genau, also deswegen fleißig in die Kommentare reinschreiben, was der Basti jetzt aufbauen soll und fahren soll. Mhm. Und dann schauen wir mal, dann, was da rauskommt. Ich glaube, dieser Podcast muss an dieser Stelle beendet werden. Ja, wir wollten ja auch nur eine Viertelstunde, jetzt sind wir schon mal bei laut Zoom-Meeting hier Audio bei 36 Minuten. Ne? Naja, dann müssen wir jetzt immer stehen. Witzigerweise auf dem Parkplatz, mitten auf dem Parkplatz, weil ich nicht in die Garage, in die Tiefgarage reinfahren wollte. Ja, genau. Cool. Also von daher sind wir eigentlich durch. Mein Auto sagt jetzt auch, dass nach dem Telefonat das Auto ausgeschaltet wird. ich würde sagen, das war eine coole, spontane Idee. Vielleicht können wir sowas mal häufiger machen. Mhm. Wir haben jetzt ein paar Ideen mitgenommen. Einmal mit Fazur, mit Riese Müller. Auch mal das Akku-Thema in der Form. Ihr dürft gern weitere Themenvorschläge einfach schreiben an youtube@fitbikes.de und gibt uns auch gerne Feedback und schaut euch die YouTube-Videos an, die wir heute ein bisschen angeteasert haben. Und wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Fahrrad seid, ja, und wenn ihr sicher drauf sitzen wollt, entspannt drauf sitzen wollt, schmerzlos drauf sitzen wollt, wenn ihr Spaß haben wollt bei der Beratung, wenn ihr auch nach dem Kauf gerne und willkommen euch fühlen wollt in einem Fahrradladen, dürft ihr gerne einen Termin buchen unter www.fitbikes.de und dann sucht euch den passenden Standort aus. Mittlerweile haben wir, Basti, 14, 15? Ja, 15 sind wir, wenn wir alle dazu zählen. Ja. Mit Olching sind es 15. Ja. Ja. 15 Standorte, das heißt, wir haben auf jeden Fall einen in der Nähe und wer auch Bekleidung sucht oder Zubehör sucht, damit ihr auch den Online-Shop findet, der auch unter www.fitbikes.de. Und genau. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und dann hören wir und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Genau, würde ich auch sagen. Max, vielen Dank, bis dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. So spontan am Morgen. Ciao. Bis dann, ciao.